Vielen Dank. Wir sind heute hier anwesend, um die Meinungsfreiheit zu verteidigen gegen die größte Gefahr in amerikanischer Geschichte. Sie wissen, was momentan geschieht, und das ist nicht gut. Eine kleine Handvoll einflussreicher Firmen der sozialen Medien kontrolliert einen enormen Teil aller öffentlichen und privaten Kommunikation in den Vereinigten Staaten. Wir wissen, welche diese sind und müssen sie deswegen nicht namentlich nennen. Wir werden Ihnen eine komplette Liste zukommen lassen und wir werden Ihnen eine signierte Kopie in ein paar Minuten aushändigen, die ich unterzeichnen werde, und Sie werden genau sehen, was wir machen werden. Sie haben unkontrollierte Macht über Zensierungen, Restriktionen, digitale Veränderungen in jeglicher Form in der Kommunikation zwischen privaten Bürgern oder vor einem öffentlichen Publikum. Es gibt keinen Vergleich in der amerikanischen Geschichte über eine so kleine Zahl von Firmen, die eine so große Sphäre der menschlichen Interaktion kontrolliert. Das beinhaltet auch individuelle Personen, die enorme Gebiete kontrollieren, und das können wir nicht gestatten. Besonders, wenn sie inkorrekte Dinge tun. Sie haben Meinungen, und wenn wir davon ausgehen, dann ist es sogar erstaunlich, dass wir Erfolg hatten 2016. Aber wir können das nicht so weiterlaufen lassen. Es ist sehr, sehr unfair. Und wenn man sich Statistiken anschaut, was gerade passiert, würde ich sagen, dass mir alle zustimmen können, inklusive der Demokraten. Ich habe mehrere Demokraten sagen hören, dass es an der Zeit ist, dass etwas passiert. Also werden wir mal sehen, ob sie bei dieser Entscheidung bleiben, nachdem sie hören, dass wir ihnen zustimmen. Die Entscheidung, die Twitter trifft, wenn sie unterdrücken, bearbeiten, bannen oder veröffentlichen, verstecken, sind editoriale Entscheidungen, ganz einfach. In diesem Moment ist Twitter nicht mehr die neutrale Plattform, sondern ein Redakteur mit einer eigenen Meinung. Und ich bin der Meinung, man kann das auch von anderen behaupten, schaut man sich Google, Facebook oder andere an. Ein ungeheuerliches Beispiel ist, wenn sie versuchen, Meinungen, mit denen sie nicht übereinstimmen, zu unterdrücken, indem sie selektiv einen Fact-Check anwenden. Wie sie darüber entscheiden, was sie einem Fact-Check unterziehen und was sie ignorieren oder sogar bewerben, ist nichts anderes als eine Art politischer Aktivismus. Das ist unangebracht. Man schaut sich an, was passiert und wohin sie damit wollen. Die Zensur und Befangenheit ist eine Gefahr für die Freiheit. Stellen Sie sich vor, Ihre Telefonfirma würde Ihre Unterhaltung unterdrücken oder verändern. Die sozialen Medien haben einen enormen Einfluss und Macht, weitaus größer als eine Telefonfirma in den USA. Ihre Reichweite ist größer als die von Zeitungen oder von irgendeiner traditionellen Form der Kommunikation. Aus diesem Grund unterzeichne ich heute eine Verordnung, die die Meinungsfreiheit der amerikanischen Bürger beschützt. Momentan erhalten soziale Mediagiganten wie Twitter ein noch nie dagewesenes Schutzschild, basierend auf der Annahme, dass sie eine neutrale Plattform sind, was sie nicht sind. Meine Verordnung verlangt neue Regularien unter Sektion 230 des Kommunikationsabkommens. Soziale Medien, die in Zensur oder politischen Äußerungen teilhaben, verlieren dieses Schutzschild. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie dieses Schutzschild haben, dann machen Sie, was Sie wollen. Nun werden Sie es nicht mehr haben. Sie werden es verlieren. Meine Verordnung wird weiterhin die Federal Trade Commission, FTC, anweisen, sozialen Medien zu verbieten, in jeglicher Art an Täuschungen teilzuhaben oder Einfluss auf den Handel auszuüben. Diese Autorität bildet sich auf Sektion 5 der Federal Trade Commission Act. Ich denke, Sie kennen es ziemlich gut. Viele von Ihnen kennen es sehr gut. Ich würde denken, Sie kennen es sehr gut, nicht wahr? Zusätzlich lasse ich den Staatsanwalt kooperativ mit den Staaten zusammenarbeiten. Er wird sehr eng in Kooperation mit den einzelnen Staaten arbeiten, um ihre eigenen Gesetze zu schützen. Die Staaten besitzen eine große Autorität in diesem Zusammenhang und sie werden dagegen vorgehen. Wir unterstützen sie darin. Was geschieht, ist gleichkommend einem Monopol, einer Übernahme der Sendefrequenzen. Das können wir nicht zulassen. Sonst werden wir keine Demokratie mehr haben oder eine Republik sein. Des Weiteren werde ich meine Administration anweisen, Programme und Prozeduren zu entwickeln, um sicherzustellen, dass keine Steuern in sozialen Medien fließen werden, die die Meinungsfreiheit unterdrücken. Die Regierung gibt Milliarden Dollar an sie. Sie sind reich genug. Also werden wir damit aufhören oder nur noch sehr wenig an sie geben.
Als Präsident erlaube ich es nicht, dass die Amerikaner von diesen großen Firmen gemobbt werden. Viele Leute wollen, dass dies geschieht, für eine lange Zeit bereits. Und jetzt tun wir es. Und ich bin mir sicher, dass sie uns verklagen werden. Und ich werde es zusätzlich zu einem Gesetzesentwurf machen. Dieser Entwurf wird sofort starten und ich sage Ihnen, dass mich die Demokraten angerufen haben und sie genau dasselbe wollen. Wir haben genug und es ist unfair und es war bereits sehr unfair und wir werden sehen, was passiert. Irgendwelche Fragen? Herr Präsident, basierend auf Ihren Bedenken mit Twitter, haben Sie in Betracht gezogen, Ihren Account zu löschen und sich von Twitter zu verabschieden? Wissen Sie, wenn Sie nicht so falsch wären, würde ich nicht mal darüber nachdenken. Ich würde es sofort tun, aber die Nachrichten sind falsch. Schaut man sich an, was abgedruckt wird, wenn nur die Öffentlichkeit verstehen würde, dass die Geschichten, die sie lesen, nicht echt sind, in so vielen Fällen. Ich sage nicht in jedem Fall, aber in sehr vielen. Sie haben tolle Journalisten, die ich respektiere, aber hauptsächlich, politisch gesehen, sind viele Fake News. Es ist furchtbar. Ich würde es sofort tun, wenn wir eine faire Presse in diesem Land hätten. Es gibt nichts, was ich lieber täte, als meinen Twitter-Account zu löschen. Aber ich bin in der Lage, zu 186 Millionen Menschen zu sprechen, wenn man alle meine Accounts zusammennimmt, Facebook und Instagram. Und das ist mehr, als Mediafirmen haben. Wenn ich eine falsche Geschichte entdecke, kann ich auf den sozialen Medien etwas dazu sagen und alle können es lesen. Also ich bin in der Lage, falsche Nachrichten zu widersprechen und das ist sehr wichtig. Ich will den Staatsanwalt fragen, ein paar Worte dazu zu sagen. Er ist sehr überzeugt und steht hinter der Verordnung. Wir werden das auch weiter bis zum Kongress verfolgen. Bitte. Wie Sie erwähnten, Herr Präsident, findet dieses Thema von beiden Seiten große Unterstützung in beiden Parteien. Die Verordnung unter Sektion 230 wurde erweitert und auf beiden Seiten findet es starken Anklang. Dies wurde vor 25 Jahren begonnen, um die Industrie zu schützen und ihr zu ermöglichen, dass Inhalte, die von Dritten geteilt werden, nicht in Verbindung mit der Plattform an sich gebracht werden. Zudem wurden sie unterstützt, Dinge wie Kinderpornografie, Menschenhandel oder andere schlimme Dinge auf ihren Kanälen zu unterbinden, ohne dafür verantwortlich gemacht zu werden, dass sie es runtergenommen haben. Nun, es hat es sich so weiterentwickelt, dass Zensur und editoriale Veränderungen vorgenommen werden, wie von einem Redakteur oder einem Veröffentlicher. Wenn Sie nun Fact-Checks oder Zensur ausüben von bestimmten Inhalten Ihrer Nutzer, werden Sie zu Redakteuren und tun somit Ihren eigenen Inhalt auf Ihre Plattform. Und das bedeutet, dass Sie nicht das gleiche Schutzschild erhalten dürfen wie andere neutrale Plattformen, die dies nicht tun. Diese Verordnung ist ein großer Schritt für die Behandlung des Problems. Es veranlasst einen Gesetzesentwurf, der unter der FCC versucht, wieder zur Originalinterpretation der Sektion 230 zu kommen. Es erlaubt weiterhin dem Staatsanwalt mit den jeweiligen Staatsanwälten der vielen einzelnen Staaten zusammenzuarbeiten und wir bereiten einen gesamtstaatlichen Gesetzesentwurf vor, der zeitnah zur Revision versendet werden kann und demnach auch bald in Kraft treten soll. Es ist ein wichtiger Schritt, um zurück zum Ursprung zu gelangen. Denn diese Firmen sind gewachsen, weil sie sich als freie und öffentliche Foren ausgegeben haben, wo man eine Menge unterschiedlicher und diverse Stimmen hören kann, wo jeder seine Meinung preisgeben kann. So sind sie gewachsen und deswegen sind ihre Teilnehmerzahlen so stark gewachsen. Nun, da sie zu diesen mächtigen Netzwerken geworden sind, verändern sie ihre Haltung und sie vermarkten bestimmte Meinungen oder auch ihre eigenen Meinungen.
Und das ist falsch und es muss adressiert werden. Diese Verordnung werden wir weiterhin verfolgen. Wir werden im Capitol Hill darüber sprechen. Und vielen Dank, Herr Präsident. But I think litigation going forward and by further action on Capitol Hill. Thank you, Mr. President. Mr. President, do you have any questions? Haben Sie Fragen an den Staatsanwalt? Herr Staatsanwalt, Sie waren gegen die Sektion 230. So war der Präsident und der Vizepräsident auch dagegen. Glauben Sie, dass diese Verordnung, die der Präsident unterzeichnen wird, in irgendeiner Art und Weise die Sektion 230 aufheben wird? Nein. Es wird die Sektion 230 nicht aufheben. Ich bin nicht gegen die Sektion 230, wenn sie vernünftig angewandt und interpretiert wird. Aber sie wurde gedehnt. Und ich denke, niemand wird mir dahingegen widersprechen im Capitol Hill. Dies wird wieder die richtige Balance herstellen. Herr Staatsanwalt, können Sie uns mehr Details zum Gesetzesentwurf geben und was Sie und der Präsident wollen? Wir sind immer noch am Evaluieren und es wäre verfrüht, etwas dazu zu sagen, was wir eventuell machen werden. Ist Sektion 230 zu eliminieren oder stark zu verändern? Was wir machen werden, ist, es zu regulieren. Nehmen Sie dies als Beispiel. Ein Twitter-Moment zur Müller-Hexenjagd. Wir haben gewonnen. Wir hatten recht. Und Sie sehen, was passiert. Es war absoluter Betrug. 76 zu 1, okay? Man schaut sich das an und fragt sich, ob das fair ist. Twitter qualifiziert den Begriff illegaler Fremder als Hassrede. Viele Artikel sind so. Das ist der Vermittler von Twitter. Er ist derjenige, der CNN als Guide benutzt hat. Und CNN ist Fake News. Sein Name ist Joel Roth. Und er ist derjenige, der gesagt hat, dass Briefwahl kein Betrug ist. Wirklich? Schau dir all die Betrugsfälle im ganzen Land an. Sollen wir Briefwahl zulassen, werden unsere Wahlen zu einem Witz werden. Es gibt so viel Betrug. Und Leute, die von Haus zu Haus gehen und nach Unterschriften fragen. Unterzeichnen Sie hier. Sie erschleichen sich so mehrere Wählerstimmen. Nein, das funktioniert so nicht. Wenn man nicht zur Wahl erscheinen kann und man sich registrieren lässt mit den richtigen Vorkehrungen, dann ist das in Ordnung. Aber wenn man wie in Kalifornien Abermillionen von Wahlscheinen an jeden der Abenden verschickt, Herr Präsident, das stimmt nicht. Warten Sie, ich bin noch nicht fertig. Hier ist euer Mann und das ist auf Twitter. Und das Besondere ist, er liegt falsch. Egal wer er ist, man wird zugeben, dass er falsch liegt. Ich kann nur sagen, dass die Republikaner das nicht zulassen werden. Sprich weiter. Gavin Newsom, Governor, hat nicht Wahlscheine an alle in Kalifornien rausgeschickt, nur an registrierte Wähler. Oh, wirklich? Wie viele sind das? Also, was Sie in Ihrem Tweet gesagt haben, war nicht korrekt. Es war falsch. Okay, wenn er 28 Millionen Wahlscheine verschickt und Kinder zum Briefkasten gehen werden, sie werden ihnen die Scheine an alle möglichen Personen geben lassen und unterschreiben lassen. Und das passiert dann in der ganzen Straße so. Das ist Wahlstimmenerschleichung. Wir hatten 7 Wahlen zum Kongress, die unentschieden waren. Und sie haben alle verloren, weil sie eine Menge Stimmzettel auf den Tisch geworfen haben. Also glauben Sie, die Stimmzettel werden nicht geklaut? Man hört es überall. Sie machen sogar noch schlimmere Dinge. Manchmal verkaufen sie die Stimmzettel nicht. Sie senden sie einfach nicht aus zu republikanischen, konservativen Gemeinden. Und es gibt keine Kontrolle. Nein, man muss zur Wahl gehen. Wählen ist super. Wir würden uns lächerlich machen. Und wenn man Verstand hat, weiß man, was passieren wird. Aber sie plündern die Briefkasten. Und sie können sogar Wahlzettel ausdrucken. Gleiches Papier, gleiche Maschine, gleicher Wahlzettel. Bill müsste einen guten Job machen, um sie zu erwischen. Oder die staatlichen Autoritäten müssten dies tun.
Es birgt ein großes Potenzial für Wahlbetrug. Herr Präsident, Sie haben in einem Tweet gesagt, dass Sie in Betracht ziehen, soziale Medienfirmen schließen zu lassen. Meinen Sie wirklich, dass Sie eine amerikanische Firma schließen lassen wollen? Es scheint so, dass ich einen großen Einfluss auf Twitter habe, weil die Menschen lesen wollen, was ich schreibe. Wir haben eine große Plattform mit vielen Millionen Anhängern. Ich denke, wenn Twitter so jemanden als Richter und Jury vorsieht, sollte man es einfach schließen lassen. Ich würde sogar mich darum persönlich sorgen. Ich müsste durch einen legalen Prozess gehen und Anwälte konsultieren. Wenn es legal wäre, die Firmen schließen zu lassen, würde ich es tun. Ich denke, ich werde großen Schaden anrichten, wenn ich es nicht mehr weiterhin verwenden werde. Ich meine, es gibt keine andere Webseite, die wir benutzen können, oder wir können sie entwickeln. Aber ich spreche nicht nur von Twitter. Schauen Sie sich das Tribunal bei Facebook an. Diese Frau, die vom Kongress ausgesagt hat, deren Hass so unfassbar war über die Republikanische Partei und gegenüber mir, dass es unmöglich ist, dass man einen fairen Prozess erhält. Es ist nicht so, wie es sein sollte. Also werden wir sehen, was passieren wird. Und wissen Sie was? Ich denke, es wird schwierig werden vor Gericht. Aber ich denke, wir werden das gut machen. Ja, bitte. Bezüglich potenzieller Rechtsstreitigkeiten, könnten Sie ein Zeitfenster benennen und was Sie ersuchen werden? Nein. Was ich meine ist, dass es immer Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Sektion 230 geben wird. Wir suchen nach angemessenen Maßnahmen und werden ein Statement verlauten lassen. Also würden Sie keinen individuellen Prozess anstreben? Nein, nicht notgedrungen. Herr Präsident, machen Sie sich Sorgen über die Situation an der Grenze zwischen Indien und China? Ah, Indien. Er liebt Indien so sehr. Er fragt nie eine andere Frage, die nicht mit Indien zu tun hat. Das ist okay. Ich komme gerade aus Indien. Ich denke, die mögen mich in Indien. Definitiv mehr, als die Medien mich in diesem Land mögen. Ich mag Modi. Ich mag ihren Premierminister. Er ist ein Gentleman und es gibt einen großen Konflikt mit Indien und China. Darum geht es, stimmt's? Es gibt einen großen Konflikt zwischen Indien und China. Zwei Länder mit 1,4 Milliarden Personen. Zwei Länder mit sehr machtvollen Militärs. Indien ist nicht glücklich über China und China vermutlich ebenfalls nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich mit Premier Modi gesprochen habe und dass er nicht glücklich darüber ist, was gerade vor sich geht. Warte, sind Sie fertig? Nein. Gestern tweeteten Sie, dass Sie als Mediator zwischen China und Indien fungieren wollen. Das würde ich tatsächlich tun, wenn Sie glauben, dass es helfen würde, wenn ich als Vermittler fungieren werde. Haben Sie mit der Familie von George Floyd gesprochen? Nein, das habe ich nicht, aber ich empfinde es als sehr furchtbar. Es war ein schockierender Anblick. Bill und ich sprachen darüber und das ist einer der Gründe, warum er heute hier ist. Wir sind sehr involviert und ich habe den Staatsanwalt und auch mit dem FBI gesprochen, einen ersten Blick auf das alles zu werfen. Denn es war sehr schlecht, was ich sah. Ich sah es gestern Abend und ich mochte es nicht. Denken Sie, die Polizisten sollten strafrechtlich verfolgt werden? Ich werde keinen Kommentar dazu machen. Ich kann nur sagen, dass das, was ich sah, nicht gut war. Jemand anders? Herr Präsident, werden Sie mit Sicherheit im US-China-Handelsabkommen bleiben? Wir werden morgen verlauten lassen, was wir im Hinblick auf China tun werden. Wir sind nicht glücklich mit China und was passiert ist. Überall auf der Welt leiden Menschen. 186 Länder. Wir sind nicht glücklich. Okay. Vielen Dank zusammen. We're not happy. Okay. Thank you very much, everybody. All right, Chris, let's go. Come on. Come on, Chris. Let's go. Thank you. Thank you, everybody.